Ballert mal auf die da oben. Bis jetzt läuft's gut. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ja, ist ja nur die Startmission. So, jetzt kommt halt der unschöne Teil, der Bossfeind. Der Bossfeind. Ja. Es ist eine Dummheit, sich einem Ork dieser Größe zu stellen. Schmeicheln, hilft euch nichts. Es ist nur ein kleines Ärgernis. Tötet ihn, dann werden wir den Menschen suchen. Der Elder nennt mich klein. Das ist mal lustig. Bevor ich dich erschlage, Ork, sag mir, hast du Menschen gesehen, bevor du in diesen Dschungel gegangen bist? Warum habe ich was zwischen der Zähne? Gut, erschlagt ihn. Meine Artikraft-Plattform, bitte mal nach. Nicht da, du. Die da. Wobei, geh in den Bunker rein, da bist du sicherer. Stellt mal so ein Schild auf. Okay, stellt's nicht auf. Und wir haben's geschafft. Seit wir die Lichtung betreten haben. Zeige dich. Deine Versuche, dich zu verstecken, irritieren meine Ohren. Ich brauchte diesen Ork lebendig. Nenn mir einen Grund, warum ich nicht jede von euch Elder-Hexen abschlachten sollte. Nun ja, weil Elder-Hexen in deiner primitiven Hierarchie nur minimal vertrauenswürdiger sind als Orks. Ha! Offensichtlich weißt du sehr wenig über Menschen. Die Diskussion mit Wilden langweilt mich. Du kamst, um mit dem Ork zu handeln. Er ist tot. Handel stattdessen mit uns. Er zuckt noch. Dieser Ort wird schon bald brennen. Ich sehe nicht, was es ausmachen würde, wenn ihr es wisst. Wegen der anhaltenden Aktivitäten des Chaos und der Xenos hat der Ordo Malius diesen Sektor für verloren erklärt und den Exterminatus befohlen. In 3 Wochen wird unsere Flotte eintreffen und alle Welten im Subsektor Aurelia vernichten. Wall, steh uns bei. Und warum sollte euch das etwas angehen? Ich kenne doch eure Art. Der Exterminatus stellt für euch keine Bedrohung dar. Ihr flüchtet einfach ins Netz der 1000 Tore. Offensichtlich weißt du sehr wenig über die Elder. Was wäre nötig, um den Exterminatus zu verhindern?
Es wird vermutet, dass der Ordensmeister der Blood Ravens, Azaria Kyras, für die Überfälle verantwortlich ist. Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu befragen. Du möchtest also, dass er ermordet wird? Das ist weniger erleuchtend und mit weniger Verdienst für den Heiligen Imperator verbunden. Das Ergebnis ist jedoch oftmals gleich. Eine solche Wende des Schicksals würde mich jedoch dazu zwingen, den Exterminatus zu stoppen und den Status des Sektors neu zu bewerten. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Ronan, Veldoran, wir suchen LNW. Ihr entlasst mich? Gardisten, erschlagt diesen Alien-Abschaum! So begierig darauf, deine einzigen Helfer zu verlieren, Inquisitorin. Was? Ihr plant? Hm. Waffen runter. Lasst sie gehen. Das Weltenschiff wird unseren Sieg bejubeln. Kanalisierungsruhen. Oh, stellt nach und nach die Gesundheit und Energie anderer Einheiten wieder her. Sehr schön, also doch ein Heil-Item. Gewährt die Fähigkeit Spinnenbrot. Und natürlich eine Rüstung. Gut. Jetzt fehlt nur noch unser dritter Held. Also ja, ich sag dritter Held, weil das erste ist ja die Anführerin. Helden können wir ja spätestens nach der übernächsten Mission austauschen. Ja, ich nehme gleich die Warp-Spinnen. Runenprophetin LNW ist zu uns zurückgekommen. Sie ist geschwächt und erschöpft, versteht aber unseren Auftrag. Nun, werden wir also Attentäter im Dienste von Primitiven sein? Wir haben keine Wahl. LNW hat bestätigt, dass die Prophezeiung zutrifft. Die Toten werden den Tod tragen. Die Verdammten werden verdammt werden. Jede Seele eines Weltenschiffs verloren, ohne ein Wort erschlagen. Ein Exterminatus wird das Weltenschiff in Typhons Boden zerstören und damit auch jeden Seelenstein darin. Wir Elder genießen keine bequeme Ignoranz des Schicksals nach unserem Tod, so wie die Menschen. Es waren Tausende auf diesem Weltenschiff. Wenn ihre Seelensteine zerschlagen werden, wird jede Seele der große Feind wird. Laut Prophezeiung kann es durch Unterstützung des Menschen verhindert werden. Wir müssen diesen Kyras finden. Ronan, zeig uns das nächste Warp-Portal. Wir müssen sofort auf allen Planeten im Umfeld suchen. Ja. So, Level-Ups erstmal. Ja, pro Level 2 Punkte. Da müssen wir uns entscheiden, worauf wir gehen. Schlag beim Sprungsteiger kennt die Wirkung von verbündeten Einheiten in der Nähe. Gesundheit und Gesundheitsregeneration. Ja, ich sollte auf jeden Fall mal einen Punkt hier reinsetzen. Und Schaden gegen schwere Infanterie. Hm. Fusionsstrahler. Ist sie eigentlich? Ach, sie ist auch eine Nahkämpferin. Von diesem Trupp nicht nutzbar, nur von ihr. Das heißt, ich kann sie zu einer zweiten Fernkämpferin machen. Was schon mal praktisch ist. Gucken wir uns mal die Ultimas an. Erzeugt eine Illusion von Caliph, die weniger Schaden verursacht, aber das Feuer der Angreifer auf sich zieht. Das ist immer praktisch. Für Elder. Verbessert Caliphs angerichteten Schaden deutlich und gewährt eine große Chance, dass die Angriffe Infanterie lähmt. Das ist auch nicht schlecht. Hochfliegen. Fähigkeit freischalten. Gleitet hoch über dem Schlachtfeld zur Zielposition und lässt dabei Klasma-Granaten fallen. Wenn außerdem noch das extra Salve freigeschaltet wird, werden zusätzliche Granaten geworfen. Oh, wenn wir Plasmagranaten auswählen. Böse. Gewährt die Fähigkeit Spinnenbrot. Gewährt die Fähigkeit Kampfschrei Spinnenbrot. Der probiert einen Warp-Spinnentrupp an die Zielposition. Das ist böse.
Ein Durchdringer scheinlos lassen mit dem feindlichen Infanterie unterdrückt wird. Nein, dann nehme ich lieber das. Wirft eine Granate, welche die Schwerkraft im Zielbereich ausschaltet, sodass Feinde schweben. Okay. Feuert einen wirbelnden Schuss auf Sehkraft ab. Stellt nach und nach die Gesundheit und die Energie anderer Einheiten wieder her. Kann nicht von ihr benutzt werden. Sie kann allerdings die Rüstung nehmen. Ah, was geben wir jetzt? Du bist ein Fusionsstrahler. Zusätzlicher Schaden, mehr Granaten. Schussfrequenz mit Fernkampfwaffen. Ja, nehmen wir mal lieber Stärke als Energie. Kinetischer Impuls. Feuert einen Schuss mit hoher kinetischer Energie, der stark einschlägt, wenig Schaden verursacht und Einheiten um das Ziel herum zurückstoßen und unterdrücken kann. Das ist nicht schlecht. Das ist böse. Er könnte reparieren, er könnte sabotieren. Oh, er kriegt nur einen Punkt. Ja, stimmt ja. Sie ist schon Level 2, die anderen sind noch Level 1. Okay. Er hier. Schnelle Heilung, kann aber nicht angreifen, sich bewegen oder Fähigkeiten einsetzen. Ist nicht schlecht. Phantomdruid kriegt Bonus. Runenleser, um Schussfrequenz ihrer Truppen zu erhöhen. Also ja, ich würde auch mal auf Gesundheit tendieren. Erstmal. Also ja, eigentlich sollte ich jedem Gesundheit und dann eins von den anderen beiden geben, meistens. Schutzbefohlen. Zeitfeld. Bereitschaft. Du kriegst auf jeden Fall das Gesundheit wiederherstellen. Mentales Duell. Ne, du kriegst auch erstmal Leben. Du kriegst das. Und lassen wir Feinde mal schweben. Das kann ich leider nicht verwursteln. Gut. Das heißt, wir sind einigermaßen ausgerüstet. Ein Eingang ins Netz ist nahe, aber feindliche Streitkräfte müssen gekreuzt werden, um ihn zu erreichen. An alle Offiziere und Regimenter, die dies empfangen, wir sind das imperiale Kommando satt. Wenn wir schon kämpfen müssen, dann tun wir das ab sofort für uns selbst. Wenn Sie das Treuebruch nennen, gut. Wir wären eh tote Leute. Die Kröte versprechen wenigstens eine Gegenleistung. Diese Region gehört nun uns. Wenn wir irgendwen innerhalb einer Meile sehen, belegen wir ihn mit Beschuss. Glauben Sie nicht, dass wir das nicht könnten. Die heiligen Panzer des Regiments sind nicht so wählerisch, was Heiligkeit betrifft. Jo. Das heißt, wir dürfen wieder von dem Baneblade davonrennen. Wie ich es liebe. Das ist so meiner Meinung nach die einzige schlimme Mission in diesem Spiel. Weil sich mit einem Baneblade anlegen ist saumäßig nervig. Ja, die südliche Gegend erkunden.
Einheiten können wir ja zurzeit noch keine ausbilden. Elder sind schnell. Mit den Eltern ist es immer so, dass sie schnell sind, ja. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Wir werden dann ja in der ersten nächsten Aufnahmesession sehen, was die Ehrengarden der verschiedenen Helden sind. Verdammt, man hat uns gefunden. In Ordnung, ihr Teufel. Es interessiert mich nicht, wer ihr seid. Spürt die Macht des Baneblade. Der unglaubliche Lärm der Menschheit. Wir haben keine Waffen gegen eine solche Maschine. Wir müssen uns zurückziehen oder untergehen. Da nehme ich lieber den Rückzug. Ja, wie auch immer, immer jemand hinterher hinkt. Verdammt, wir kommen hier nicht durch. Sucht einen anderen Weg. So, jetzt warten wir schön, bis die Uhr runtergetickt ist, bevor wir unseren Runenleser. Unser Blut wacht von oben über uns. Ah, kanalisieren und spirituelle Riten. So. Ich bin wiederhergestellt. Schützt diese Zielkognitatoren. Die Geschütze könnten durchdrehen, wenn einer zerstört wird. Dann zerstören wir ihn einfach mal. Ich werde den Kampf mit mir. Ich kann jeden in den Fenstern töten. So. Noch mehr Feinde stürmt. Das Imperium ist hier. Sie wollen mich überwältigen. Warpspinnen können wir leider noch keine holen. Ah, ich kann aber Spinnenbrut rufen. Ja. Autsch. Dann beleben wir sie lieber mal wieder.